Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Heute werden wir hier weiter mit meiner Zauberin in Yawn die Hauptstoryline machen, werden versuchen hier in Yawn alles zu erledigen, was so nötig ist, also zum Beispiel den Abenteuerfolianten, die Dungeons und was wir sonst so haben. Ja, auch Beziehungssachen, ihr seht das hier schon, ich bin schon mit jemandem am Tanzen, der die Beziehung mit mir aufbauen möchte hier, diesen tanzenden Zwerg. Und ja, wir werden auch eine kleine Storyline mit Neria spielen, der etwas beleibteren Neria hier aus Yawn. Wir werden heute also einiges in Yawn erledigen. Wenn wir Glück haben, kommen wir dann auch von der Itemstufe 600 auf die Itemstufe 802 oder höher. Das bedeutet, es gibt nachher auch Chaos Dungeons, vielleicht auch Drops. Also heute sind wir wohl endlich dann auf der höheren Itemstufe. Meine genaue Stufe seht ihr auf dem Twitch-Overlay. Es gibt ja dort diese Twitch-Rüstungskammer und diese Lost Ark-Rüstungskammer. Und da könnt ihr sehen, welche Figur ich habe, welche Items die Figur anhat und was wir da so alles erledigen müssen. Oder was wir da so alles demnächst noch bekommen. Unser aktueller Follower hier, den möchte ich auch begrüßen. Also viele Grüße an Soldier Ron. Schön, dass du hier Follower geworden bist. Toll, dass du dabei bist. Mittlerweile 446 Follower hier auf dem Kanal. Das ist eine tolle Zahl. Freut mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier heute machen müssen. So, mit ihm haben wir schon gesprochen. Ja, das ist also der erste, mit dem wir eine Beziehung hier in Yawn aufbauen müssen. Und dann gibt es Neria. So, Neria ist für mich noch ein bisschen schwierig, weil sie braucht immer Sachen, die habe ich nicht. Also einmal hier die romantische Waffe, das Lied bekommen wir erst bei 50% hier im Abenteuerfoliant von Yawn. Dauert also noch ein bisschen. Und bei den Emotes, ja, da gibt es auch nur Emotes, die ich noch nicht habe. Das heißt, ich komme hier mit ihr nicht so richtig voran. Ich habe ihr jetzt aber mal Geschenke gegeben. Und deshalb haben wir jetzt eine Quest bei ihr. Und wenigstens schon mal auf Neutralstufe 2. Das ist ja schon mal etwas. Wenn ihr Fragen zu Lost Ark habt, zu meinem Kanal, zu den Spielen, die ich so zocke, dann einfach in den Chat rein damit. Und ich würde sagen, wir fangen die Beziehungsquest an hier bei Neria. Ich bin gespannt, sie kenne ich noch nicht so sehr. In den anderen Gebieten hat man ja immer schon mit der Neria zu tun gehabt. Schon einige Male mit der geredet und so. Meistens sind das ja immer die Beziehungscharakter, aber bei der hier, jo, mal gucken, wie sie so drauf ist. Imar, ein Glas Whisky für unsere nette Gesellschaft hier. Imar ist dieser Tänzer. Zwei Gläser Bier für die beiden Umar an dem Tisch dort. Oh, hallo Schätzchen, tut mir leid, ich habe gerade sehr viel um die Ohren. Was möchtest du heute trinken? Sie sehen so wunderschön wie immer aus, meine Beste. Naja, ich weiß nicht. Sie sehen so bezaubernd wie immer aus, meine Beste. Na toll. Die fragt, weil ich trinken will und ich muss mit dir flirten. Okay, bezaubernd. Hoho, das höre ich oft. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für dich, aber heute wird das nichts. Lass es dir schmecken und bleib so lange, wie du willst. Trink den Likör, den Neria dir gegeben hat. Nerias Taverne ist der angesagteste Laden in der Großfeste. Es wimmelt dort immer von Uma, die Neria beeindrucken möchten, die schönste Frau Yawns. Also das ist die schönste Frau Yawns, ne? Dann habt ihr da schon mal so ein Bild vor Augen. Während ich ihr beim Ausschenken half, habe ich von einem anstehenden Ereignis erfahren, das unglaublich klingt. So, also sie hier, ne? Darüber gibt es auch ein schönes Gedicht im Abenteuerfoliant. Für dich gibt es einen doppelten. Einen doppelten Likör, jawohl. Und zwar dieses, Moment. Hier, dieses Liebesgedicht ist an Neria. Und wenn du da so liest, deine Lippen sind wie ein paar frisch gekochter Würstchen. Und deine rötlichen Lippen wie die eines schweren Trinkers. Deine Körperform erinnert an die jener Fässer, die im Lager gestapelt sind. Und so weiter und so fort. Ja, die Zwerge scheinen zu gefallen, den Zwergen, aber mir nicht nur wirklich.
Ja, ihr seht aber auch schon, was uns alles hier fehlt im Abenteuerfoliant. Also Dungeon in schwerer Version, in einfacher Version. Uns fehlen ganz viele Geschichten. Wir haben noch gar keine einzige vernünftig gefunden. Wir haben die Storyline noch nicht durch. Wir haben noch ganz wenig gekocht. Wir haben noch ganz wenig Sammel-Items. Also 50 für das neue Lied sollten wir heute schon hinkriegen. Ich glaube, wir sind aber auch mit 12%, denke ich mal, bald schon da. Also wir müssen ja jetzt nur das Dungeon hier machen und dann vielleicht noch ein paar Kochsachen und Sammelsachen kaufen. Dann haben wir es ja. Also von daher, ich glaube schon, dass wir da heute gut vorankommen. So, ich soll also Likör trinken. Das ist jetzt so meine Aufgabe für diese Beziehungsquest. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich da jetzt genau wo machen muss. Achso, einfach nur rein damit. Mal gucken, wie es so schmeckt. So. Hilft dem Beschäftigten Nerias. Bediene die Tavernengäste. Wirklich? Was? Endlich ergibt sich die Gelegenheit. Vergleich hierzu. Ah, die haben hier richtig Party. Dann servieren wir mal was. Komm, kein Problem, kriegen wir hin. Ja. Der Gast ist ziemlich schweigsam. Okay, die sind heute alle ruhig. Mach mal keine Ärger. So ist das mal schön. So, jeder hat ein Likör gekriegt. Ach, hast du das serviert? Danke. Wenn ich übrigens zu leise bin, ne, dann schreib's ruhig in den Chat. Oder wenn ich zu laut bin, wenn das Spiel zu leise ist, einfach reinschreiben. Dann kann ich noch was anpassen. Ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Hier sieht es ein bisschen unordentlicher aus als sonst, nicht wahr? Hamir hat sich bei seiner Aufführung den Fuß verstaucht und konnte heute nicht zur Arbeit kommen. Okay, gut, dann muss ich wohl auch noch was arbeiten. Und ich soll mir das Anschlagsbrett angucken. Oh Gott, das ist ja ganz woanders. Gut, schauen wir uns ein bisschen in der Großfeste um. Seid ihr schon in Jorn? Habt ihr schon so weit gespielt, dass ihr das alles schon hinter euch habt? Übrigens, ne, die Tagesbelohnungen im Moment werden schon interessanter. Ich bin jetzt hier schon bei diesen täglichen Unas-Aufgaben. Hier dann bei Belohnungen für Tag 10. Diese Materialkisten. Bald kriegen wir dann ja auch eine coole Sonnenbrille hier am Ende. Ne? Also da sollte man auf jeden Fall noch ein paar Mal einloggen. Ja, und dann schon 10 Beziehungs-Items. Am nächsten Tag, also morgen. Ja, das ist also schon ganz nice, dass man dann auch Neria vielleicht noch ein bisschen schneller erledigt bekommt. So, und falls ihr eine Gilde sucht... Ah, anscheinend sind die Uman nicht nur Großmaler. Könnt ihr gerne, wenn ihr auf dem Server Aster spielt, mich anschreiben. Wir haben noch 2 Plätze frei in der Gilde. Wir sind fast auf Stufe 8. Dann haben wir nochmal 2 Plätze mehr. Dann können wir 44 Leute haben in der Gilde. Also einfach joinen und die sind auch alle relativ aktiv. Ne? Ihr seht hier, gerade im Moment ist zwar nicht viel los. Ja, vor 6 Minuten hat Opifax hier ausgelockt. Aber generell ist es schon so, ne, vor 0 Minuten, warum sehe ich denn da 6? Ja, generell seht ihr schon, in den letzten 6, 7, 8 Stunden waren immer Leute da. Also, ne, ab hier wird es dann interessant, ab hier müssen wir bald mal aufräumen, da werden wir auch mal ein paar kicken, also aus der Gilde entlassen, die halt nicht teilnehmen können beim Unterstützen, bei Raid, bei Gildenspenden. Ne? Das ist halt schon hier wichtig, dass man doch ein bisschen relativ aktive Leute dabei hat, die auch wöchentliche Aufgaben, wie zum Beispiel das Holzfällen machen oder den Bossrausch. Und wenn man die nicht hat, dann muss man halt auch mal die, die jetzt über einen Monat weg sind, aus der Gilde entlassen. Also wir haben Plätze frei. Ne? Und es sind trotzdem genug Aktive da, also würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, ich nehme hier gerade mal kurz meine Belohnungen aus den Tagessachen. Ihr seht, am Wochenende ist auch immer dieser Hot-Time-Event, dann gibt es nochmal mehr Belohnungen. Da lohnt sich dann nochmal einzuloggen, weil dann gibt es immer noch diese Kampfgegenstandstruhen und Zusatztruhen und dann noch diese Buff-Hut, die relativ hoch ist, ne? Mit 4500 Vitalität. Also von daher kann man immer nur empfehlen, am Wochenende einloggen. So, aber jetzt sollen wir hier das Anschlagbrett angucken. Ja. Lust auf eine Anstellung als Tänzer? Bewirb dich jetzt. Jorns Liebling Neria ist auf der Suche nach einem 8. Tänzer. Bewirb dich hier und jetzt. Du könntest der Glückliche sein, den sie auserwählt. Nerias Haupttänzer Hamir. Jo, der ist krank.
Also Neria braucht neue Leute zum Tanzen. Ihr Haupttänzer hat sich verletzt? Ja, das ist meine Chance, ihr aufzufallen. Ja, ich hoffe, ihr hört auch diese ganzen Gespräche von den Leuten. Wenn ihr mich hört, ist ja schon gut, aber die haben ja doch manchmal auch lustige Sprüche und auch coole Cutscenes hier im Spiel. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, sagt nur Bescheid, wenn das Spiel zu leise ist. Das ist meine Chance, angehimmelt zu werden. Oh, könnte ich doch nur einer von Nerias Tänzern werden. Dass sie nur Tänzer sucht, ne? Dass sie keine Tänzerinnen sucht. Aber gut, was soll man machen? Ist halt so, wie es ist. Neria hat lieber Tänzer in ihrer Bude. In den anderen Tavernen, da tanzen ja eh die Frauen. Aber hier gibt's die männlichen Tänzer. Eine Tänzerankündigung? Oh, das hätte Hamir nicht tun sollen. Okay, sollte er nicht tun. Er versucht immer alles hinzubekommen. Das ist ein Problem, Schätzchen. Würdest du bitte für mich mit ihm reden? Ich meine, der ist verletzt. Aber mal gucken, ob er irgendwo ist. Oh, scheint doch irgendwo hier zu sein. Ah ja, der Verletzte, hier steht er. Das sind übrigens die Fitten, ne? Hier die. Ne? Ihr seht, 6 Stück. 7 Tänzer hat sie und sie suchen einen 8. Ne? Also. Das ist der verletzt ist. Was hat er denn für Probleme? Da verliere ich lieber meinen Bart, als das zurückzunehmen. Also er will unbedingt jemanden haben, der nochmal mittänzt, tanzt. Tänzt, ne, ist klar. Und teilt Hamir mit, dass Neria nicht gut auf sein Handeln reagiert. Sie will keinen Ersatzmann. Also negativ. Nein, nein, nein. Hör endlich auf, deine Zeit zu verschwenden. Ja, ich bin mir sicher. Ich war viel zu nachgiebig. Ich hätte einen Ersatztänzer finden sollen, bevor so etwas passiert ist. Ich werde keine Last für Neria oder die anderen Tänzer sein. Das würde ich mir nie verzeihen. Neria braucht einen neuen Tänzer. Bitte sagt ihr das. Was für eine Beziehungsquest, muss ich mich hier um die Tänzer von Neria kümmern? Also bei den Zwergen ist alles irgendwie anders. Seine Sturheit kostet ihn auch Kopf und Kragen. Ich finde die Idee mit Ersatztänzern ja gut, aber ich habe gerade überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Es ist nicht einfach, guten Ersatz zu finden. Was ist, wenn keiner der Bewerber etwas taugt? Ja, das kann natürlich passieren. Jo, was haben wir denn hier? Fülle umgehend das Bewerbungsformular für den Tanzwettbewerb aus. Wie ich? Ich will eigentlich nicht. Also, nee, muss jetzt nicht sein. Oh Mann, okay. Name Gariane. Alter, jünger als ich aussehe. Das ist ein gutes Alter, das ist ein gutes Bewerbungsformular. Gefällt mir. Das nehme ich so, auch ab jetzt für die Real-Life-Bewerbungen. Das ist doch schon mal schön. Jünger als ich aussehe, dann nehme. Besondere Leistungen. Der lutheranischen Königsfamilie geholfen und als Belohnung einen Titel erhalten. Erstes Schwert von Zhang Hun, Inspektorin von Aretin. Schlechterin der Wächter. Captain besitzt ein ziemlich großes Schiff. Zusätzliche Angaben, ich habe durch Tanzen an verschiedenen Orten der Welt nicht gerade wenig Silber verdient. Meine hervorragenden Tanzfertigkeiten werden von zahlreichen Völkern geschätzt. Ich bestätige, dass meine in dieser Bewerbung als Nerias Tänzerin angegebenen Informationen der Wahrheit entsprechen. Gezeichnet Gariane. Oh Gott, jetzt werde ich hier Tänzerin, oder was? Wirst du dich auch anmelden? Jo, mach ich. Weißt du überhaupt, was es bedeutet, für mich zu tanzen? Nicht wirklich. Ich mag dich, Schätzchen. Aber das ist nicht so, wie man allein vom Spiegel tanzt. Ich brauche die besten Tänzer von Jorn. Ehrlich gesagt habe ich Angst. Ich habe keine Angst. Du bist so selbstbewusst, hä? Ich mag deine Einstellung. Also gut. Ich höre auf dich und Hamir und werde einen neuen Tänzer einstellen. Ich möchte, dass du ganz du selbst und selbstbewusst bleibst, wenn du gegen die anderen Bewerber antrittst. Das schaffst du doch, oder? Gut, dann werde ich mir die Bewerber ansehen. Vielen Dank für deine Hilfe heute, Schätzchen. Und zack. Die Quest ist durch. Ja, die nächsten Bewerber und wie das dann so weitergeht mit der Geschichte hier um die Tänzerin für Neria, das werden wir dann sehen.
wenn wir mehr Beziehungen aufgebaut haben. Tja, wird also erstmal was dauern. Aber die Technologie aus Yorn ist eindrucksvoll. Ist ja kein Problem. Wir können dann jetzt hier weiterspielen. Jetzt geht's also um die weiteren Quests. Eine legendäre Spitzhacke, die schon seit Generationen in meiner Familie. Jetzt werden wir also Quests hier erledigen. Chaos Dungeon, wie gesagt, darf ich noch nicht. Ich frage mich, was daraus wird. Da muss ich erst nochmal die Hauptstory durchspielen und wir sind kurz vom Ende, würde ich sagen. Ich bin der Handwerksmeister der legendären Nadel. So, ich muss jetzt mal kurz hier ein bisschen die Quests wegmachen. Die stören alle so vom... Das Einzige, was ich machen muss, ist auf jeden Fall erhalte Holz. Das ist wichtig. So, und hier haben wir eine neue Quest. Mina ist da. Mina hat jetzt schon mehrere Quests mit uns gemacht. Gariane, das neue Kosmetikprodukt, das wir gemacht haben, ist ein großer Hit. Genau, mit der haben wir schon 5-6 Vorquests gemacht, in allen möglichen Gebieten, und sie wollte einen eigenen Laden aufmachen, eine eigene Kosmetiklinie für die Zwerge. Jo, und wie es aussieht, scheint es ein Hit zu sein. Ich habe überall nach dir gesucht, um es dir zu sagen, doch ich denke, es ist besser, dir unsere zufriedenen Kunden zu zeigen. Nur zu, sieh dir an, was die Leute von der Wirkung halten. Los jetzt. So, sprich mit dem glücklichen, zufriedenen und beeindruckenden Uma. Und dann gibt es am Ende nochmal hier 5 von diesen Kisten. Zack. So, und das ist also eigentlich ja eine kleine Nebenquest für viel Belohnung. Für mich ist dieses Produkt ein Volltreffer und schützt mich vor selbigen. Vor Volltreffern. Nee, ist klar. Okay. Ich könnte und würde vermutlich keinen weiteren Tag ohne diese Creme leben. Oh ja, das ist wohl die beste Creme der Welt. Was willst du? Wie kann das sein? Mein Körper und mein Ton sind bombensicher. Genau, das hilft so ein bisschen gegen Schäden oder so. Oder gegen Kälte oder irgendwie sowas. Naja, ich verstehe es auch nicht ganz. Aber wir haben die auf jeden Fall mitgemacht. Wie war's denn? Haha. Ohne dich wäre das unmöglich gewesen, Gariane. Nun sollte ich meinem Vater davon unterrichten, oder? Er muss wissen, dass seine Tochter diejenige ist, von der die Creme stammt, die in aller Munde ist. Bitte bring das zu meinem Vater. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was er sagt. Okay. Der wohnt hier kurz um die Ecke. Hat das wirklich Mina gemacht? Hm. Verstehe. Mein kleines Mädchen ist groß geworden und hat seinen Verstand geschärft. Aber wie die Jahre so vergehen. Hilfst du ihr? Falls ja, sage bitte, dass ich beeindruckt bin. Und jetzt entschuldige mich bitte, ich muss noch Schmuck arrangieren. Ja, der ist Schmuckverkäufer, ne? Also, der Vater verkauft Schmuck, sie verkauft Schminke. Ja, passt doch. Alles für einen Douglas Sohn etwa. Und wie heißen denn Christ oder so? Keine Ahnung, wie heißen denn die ganzen verschiedenen? DM, Rossmann? Ne, da gibt es überall keinen Schmuck, ne? Schmuck gibt es gar nicht überall. Kaufhof? Naja, okay. Egal. Wir machen hier keine Schleichwerbung. Ich habe einfach mal ein paar Läden aufgezählt, die es so in Deutschland gibt. Das hat Vater wirklich gesagt? Meine Bitte an dich war sarkastisch gemeint gewesen. Ich hatte nicht erwartet, dass du wirklich mein Vater... Weine ich? Wow, ich wusste gar nicht, dass ich so komplexe Gefühle habe. Ich werde zu ihm gehen, wenn ich wieder klar denken kann. Hab Danke, Gariane, für all deine Hilfe. Hier, als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Tada. Die ganze Questreihe ist durch. Güte plus 1. Haben wir mal wieder was geschafft. Und jetzt begeben wir uns natürlich zur Hauptstory ins letzte Land hier, in den letzten Bereich. Auf Yorn. Den müssen wir noch erkunden. Dann kommt noch mal ein Dungeon und dann haben wir alles durch. So, ja, wie gesagt, jetzt müssen wir hier durch. Ich habe parallel immer ein Guide auf, der mir zeigt, wo ich hin muss, was ich noch erledigen muss, was ich noch finden muss, weil es sind doch viele, viele Sachen, die man hier ab und zu mal erledigen sollte. Und wenn ihr Fragen habt, was ich hier so mache, was ich hier so tun soll oder wie die Story gerade aussieht, kann ich euch das auch gerne erklären und euch ein bisschen genauer erklären, was hier los ist. Im Moment machen wir halt, ne, die Suche nach der 6. Arche.
und beseitige die Schildkröten und Spinnen, die Chaos in der Gruft angerichtet haben. Wir wollen hier jetzt erstmal durch diese Gruft durch. Warum? Weil wir wollen natürlich die Arche finden. Charta wurde von einer großen Gruppe von Dämonen angegriffen. Er sagte, dass die Hilfe umanischer Ahnen aus uralten Zeiten nötig sei, um die Dämonen aufzuhalten. So, und das versuchen wir hier gerade, in dieser Gruft umanische Ahnen, Geister zu finden, die auch dieses böse Schwert gemacht haben, was hier unterwegs ist. Hier ist nämlich ein Schwert unterwegs, das Seelen einsaugt. Dieses hier. Und das wollen wir vernichten oder kriegen oder ich weiß auch nicht genau, was wir damit wollen. Auf jeden Fall soll es nicht mehr aktiv sein. Na, ich komme hier nicht um die Ecke. Genau, deshalb, darum kümmern wir uns gerade. Und die Ahnen können uns wohl helfen, dieses Schwert zu vernichten. Weil das halt so stark ist. So, jetzt müssen wir dann hier noch ein paar Spinnen und Schildkröten killen. So, das geht mal schnell jetzt. So, wir gehen da ganz kurz mal ein bisschen angeln. Ne, erstens für Weltenbaumblätter und zweitens sollte dann Beziehungsalten beim Angeln sein. Wir machen nur 3 Angelrunden. Hier soll es angeblich beim Angeln ein Item geben, das uns Beziehung gibt. Und das können wir natürlich immer gut gebrauchen. So steht es hier jedenfalls auf der Map bei mir, auf dem Guide. Und dann schmeißen wir einfach hier mal so ein bisschen Pulver rein. Ne, so Wolfköder. So, und dann die Angel hinterher. So, wunderbar. Das machen wir jetzt nur 3 Mal, dann geht's weiter. Ne? Einfach nur mal ein bisschen zum Chillen. Ja. Hat auch gerade gemerkt, dass er noch was reinschmeißen sollte. Dass es vielleicht noch mal ein bisschen hilft. Ja, aber ihr seht, ne? Es kommt zwar Fleisch, Fisch und Solarkarpfen. Aber so wirklich dieses Beziehungs-Item habe ich hier noch nie gekriegt. Ich weiß nicht, ob es wirklich hier gibt. Ich habe jetzt schon 5-6 Mal geangelt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ihr güttert nicht. Chance beim Fischen an der Stelle hier zu bekommen, bunte Spielzeugklaue. So heißt das Ding. Bunte Spielzeugklaue. So, sind wir durch? Haben wir's? Oder? Ach komm, heute sind wir alle gut Dinge 4, oder? Statt 3. Gescheitert? Nee, gescheitert geht gar nicht. Warum denn gescheitert? Das Ausrufezeichen war da. Ich habe die Taste gedrückt. Der Fisch ist abgehauen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dann müssen wir nochmal probieren. Komm, jetzt aber. Ja, jetzt habe ich auch was rausgeholt. Das waren 3. Aber, wie gesagt, alle guten Dinge sind heute mal 4. Machen wir ein bisschen weiter. Solange er nicht interveniert, ne? Solange kein Veto einlegt, warum nicht? Da können wir ja noch ein bisschen angeln, oder? Wir haben noch Zeit. So, das sieht doch gut aus. Diese blauen Fische sehen schon echt gut aus. Alle guten Dinge sind 5. Nein, ab jetzt geht's weiter. Hey, Gretz. Derjenige hatte da Angelaufstieg gerade. Wie geht's euch denn so? Was habt ihr denn heute Leckeres gegessen? Bei uns gab's heute Lasagne. Also mal was ganz Einfaches, mag nichts Großes gekocht, einfach Lasagne in den Ofen und los geht's. Muss auch mal sein, also auch vorbereitete Lasagne. Also, und wir haben hier was geschafft. Schließe Umas Aufgaben ab. Ja, dadurch kriegen wir jetzt schon wieder hier Zerstörungssteine und Wächtersteine. Die brauchen wir für Itemstufe 600 bis 960. Leider haben wir dafür noch nicht die Items. Darum muss ich demnächst auch Chaos Dungeons in Yawn laufen. Und noch mehr Unas Aufgaben abschließen. Und Wächterseelenstufe machen. Ja, aber das, ne, Wächterseele kriegen wir auch hin. Und dann Arche der Arroganz abschließen. Das Dungeon werden wir gleich erst besuchen. Darum, genau, mache ich jetzt mal weiter. Damit wir die Arche der Arroganz gleich auch mal durchlaufen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Arche hier sofort kriegen. Dann hätten wir schon 6 Stück und es kommen noch 3 oder 4 Gebiete. Wäre ja eigentlich viel zu früh, dass wir dann schon die 6. Arche hätten. Aber man weiß es nie. Irgendwie Arche der Arroganz, so heißt das Dungeon. Das verwirrt mich halt auch komplett. So,
Was haben wir denn jetzt hier? Das sind übrigens die Uranen, die uns jetzt helfen sollen, dieses Schwert zu zerstören. Die haben das wohl mitgeschmiedet. Hier ist unsere Macht versiegelt. Es ist nicht schwer, das Siegel zu entfernen, aber es wird wegen Saldone nicht leicht werden. Das ist ein Monster, das zusammen mit unserer Arroganz im Land der Versprechen begraben wurde. Wir hätten uns schon damals darum kümmern sollen. Ich spüre, dass eine böse Macht hierher unterwegs ist. Uns bleibt keine Zeit, Fremde. Deine Hilfe wird nötig sein. Hilf, die versiegelte Macht zu entfesseln. Und du, unfähiger Nachfolger Galaturs, du passt dir auf. Auf keinen Fall darfst du irgendwelche Dämonen durchlassen. Okay. Nein. Warum denn nur ich? Tja, weil du der unfähige, genau, bist. So, zack. Der war am Anfang immer betrunken, ne? Darum sagen wir halt, der ist unfähig. Vielleicht kommt er ja noch aus sich raus und hilft vernünftig. So, und entfessle die Macht der Ahnen. Jetzt gleich geht's los. Irgendwo hier ganz oben. Puh, ist das eine Kletterei. Er geht aber in die Arme. Uma-Skulptur. Dämonen strömen zur Arche der Arroganz. Du musst die Macht der Ahnen der Uma wiederherstellen, die Dämonen besiegen und die Arche der Arroganz schützen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Da wollen wir mal. Ob das gut geht, da bin ich ja mal gespannt. Die Spinne wird ein Kinderspiel, sobald ich meinen Franken finde. Wir werden nach der versteckten Waffe suchen. In der Zwischenzeit solltest du dich um das Monster kümmern. Och, immer ich, ey. Ach, das hätten wir jetzt mal erledigen können. Dass wir auf einmal für ein Vier haben, ne? Interessant. Ui, und ich gehe natürlich mitten in den Area rein. Ist ja klar, so muss das sein. Dann fangen wir mal mit dem schönen Zauber an. So. Denn schon, ne? Na toll. Wo war sie? Nicht hier. Ach, jetzt hat sie mich schon wieder erwischt. Nicht zu glauben, wie ich mich immer von den Airways treffen lasse. Ich hab da irgendwie so ein, wie nennt sich das, so ein Geschick für, immer genau auf der richtigen Stelle zu stehen, wenn die Airways kommen. Selbst wenn ich ausweiche, weiche ich genau dahin aus, wo ich weg müsste. Das ist crazy. So, aber... Ja, toll, keiner mehr da. Ha, ich hab's mal geschafft auszuweichen, ich glaub's nicht. Jawohl. Folge dem Rat der Ahnen und gehe zur Rückseite der Skulptur. Wie die ganzen Spinnen da in das Nasenloch gekrochen sind, ne? Gruselige Erfahrung, oder? Dieses Gefühl. Ich bin mir sicher, dass mein Franken hier ist. Befreie es. Zusammen mit den Eladia. Also die normalen Mobs sind nicht so stark, aber ich muss hier irgendwas machen. Bring die Waffe den Größten. Hier riecht es nach meinem Franken. Ach, sein Hammer meint er die ganze Zeit, der heißt Franken. Okay. Boah, das muss ich hier drehen, du. Mmm.
Mein Franken hat seine Kraft wiedererlangt. Velkroses Tage sind gezählt. Ich halte dir den Rücken frei. Ich schütze dich mit der Macht Elagias, der heiligen Rüstung. Okay, die Geister sind also ein bisschen gestärkt jetzt. Das ist schon mal super. Lasst uns in die Arche der Arroganz gehen und Velkruz vernichten. Es ist Zeit, die Scharte auszuwetzen. Dank dir haben wir unsere Stärke zurückgewonnen. Nun ist es an uns, dir zu helfen. Sehr gut. Aika, wo ist dein Hammer? Was? Auf ein Gespräch muss man vorbereitet sein. Frankenstein, ein unmissverständliches Zeichen. Mhm. Frankenstein. Nee, ist klar. Die Geister können aber mitfliegen, das ist auch nice. So. Moment. Frankenstein? Schläfst du? Okay. Was stimmt nicht mit dir? Warum gehst du nicht an? Hey! Warum gehst du nicht an? Ihr Schurken! Start schon! Frankenstein? Genau. Endlich hast du's kapiert. Du Schlingel, du bist wieder bei deinem Meister. Verwandeln wir sie zu Staub. Wie lange willst du dich noch ausruhen, Naba? Nun gut, dann bin ich jetzt dran. Was ich jetzt nicht gelesen habe, ist, ob diese Auren zusammen sein sollen oder nicht zusammen sein sollen. Ich hatte so das Gefühl, die sollen zusammen sein, damit sie stärker sind, aber es kann genau andersrum sein, dass sie nicht zusammen sein sollen, damit sie keinen Schaden machen. So schnell habe ich jetzt nicht unten in die Ecke geguckt. Ich spüre eine starke Aura direkt voraus. Habt ihr vielleicht gelesen, was da stand? Das ist kein Gegner für mein Elagia. Ich entfessle deine Macht! Yeah.
passt wirklich gut zu mir. Wie peinlich. Ich bin wirklich wieder gestorben hier im Kampf. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, wegzugehen. Ich habe einfach wieder nur drauf geschossen. Ach, naja. Das war wieder ein bisschen uncool, aber wenigstens ist es geschafft. Hast du das gesehen? Das ist die wahre Macht, die wir zu unseren besten Zeiten hatten. Also ich habe das Gefühl, man musste zusammenstehen, oder? Ich glaube schon, sonst ist diese Aura weggegangen. Ich glaube, die Aura hätte da bleiben müssen. Gehen wir zur Arche der Arroganz. Haltet mit mir Schritt. Ich werde diese Dämonen im Alleingang beseitigen. So, Abschluss für Omar-Skulptur. Noch eine kleine Belohnung bekommen. Und wir sind schon raus aus dieser Story-Instanz, wo wir uns die Geister zur Hilfe geholt haben. Ja, und... ja, wie geht's euch eigentlich so? Ihr schreibt nichts, ihr sagt nichts. Wie war euer Wochenende? Habt ihr euch gut entspannt? Würde mich mal interessieren. Da sind wir in einem neuen kleinen Außenposten hier oben in der Ecke. Ich dachte wirklich, um mich wäre es geschehen. Was machen Dämonen in Jorn? So, im letzten Triporter, ne? Müsste es theoretisch sein. Lasst mal schauen. Jo. Mehr Triporter gibt's nicht mehr. Abenteurer in Jorn. 40% abgeschlossen, wir kriegen Meisterwerk. Heißt wieder neues Sammelitem. So, und die Kaderstufe ist auch dadurch gestiegen. Bedeutet, wir sind jetzt Kaderstufe 75 mittlerweile hier. Noch 5 Stufen, dann gibt es einen neuen Hintergrund für den Charakterauswahlbildschirm. Grotte des heulenden Sturms. Da bin ich mal gespannt, wie die dann aussehen wird. Aber wir sind echt gut vorangekommen. Ja, 16 Triporter. Alles durch. Wir haben noch ein bisschen was hier zu erledigen. Also es ist jetzt so, wir haben schon noch so Mokoko-Samen hier in der Gegend. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier die Arche der Arroganz fertig. Und dann machen wir hier nochmal so einen kleinen Run für Mokoko-Samen und für so andere Erfolge, die hier noch in der Gegend sind. Ich hoffe, die ausgegrabenen Relikte sind noch intakt. Okay. Einfach damit wir mit der Story jetzt gleich erstmal hier durch sind. Aber uns fehlen trotzdem noch viele Sachen, die hier auf der Map versteckt sind. Und die gucken wir uns nachher an. Hast du das gesehen? Das ist alles, was von diesen Dämonen übrig ist. Okay. Jo, und fertig. Wir kriegen Eika, also ihn hier, als Karte. Mein Schwert spricht zu mir. Ist halt irgendwie so komisch, dass man jetzt auf einmal die Arche als Eingang hat, als Dungeon hat, ne? Anstatt die Arche, die man halt sonst so mitnimmt nach Trixion. Irgendwie komisch. Der verfluchte Velkruz ging in die Arche der Arroganz. Wir müssen schnell hinterher. Sollte es Velkruz gelingen, sich mit Hilfe des uralten Schmiedefeuers zu verstärken, dann würde das Jorn in ein großes Unglück stürzen. Das wollen wir natürlich nicht. Ist das wahr, Vorfahre? Das ist ein großes Problem. Wir müssen sofort Truppen von Kaiser anfordern. Doch uns bleibt nicht viel Zeit. Ach, wir werden sie aufhalten. Wirklich? Welch eine Erleichterung. Die beiden größten Ahnen zusammen mit Baltur, dem Nachfolger eines Sternboten. Und wir haben noch Gariane. Wir könnten es schaffen. Wir müssen absolut alles für den Sieg geben. Wir müssen Velkruz um jeden Preis aufhalten. Okay. Ja, Zeit, ihnen Stress zu machen. Meine Freundin, wir sind fast bei der Arche der Arroganz. Überlasst die restlichen Dämonen der Ermittlungseinheit. Schnell zur Arche. Wir können es uns nicht mehr leisten, Velkruz ausgeliefert zu sein. Gut. Wir sind am Weg.
zum Endboss, würde ich sagen. So, ich guck mal gerade hier. Hier wäre ein geheimer Weg, den können wir nicht benutzen. Uns fehlt dafür das Item. So, begib dich zur Arche. Jetzt spielen wir einen Dungeon. Und erstmal normal, also einfach mal im Easy-Mode für vielleicht mal Kokosamen für die Geschichte und dann eventuell noch später im schweren Modus, damit wir auch ja die 50% vom Folian kriegen. So, Abenteuer Folian, schließt die Hauptquest in Yorn ab. 5 von 6, ja, da sehen wir es, sieht beeindruckender aus, die Zwerge hier auf dem Weg mit zu Velgruß. Und 42,6. Ja, wenn wir die beiden dann nochmal schwer laufen, dann haben wir auf jeden Fall die romantische Waffe, können dann alles Mögliche erledigen. Dann werden die ganzen anderen Sachen dann eher durch Geschichten und so. Aber gehen wir jetzt erstmal rein. Das kann nicht sein! Die Arche ist von einer so bösen Aura umgeben. Um das Schmiedefeuer zu erreichen, musst du zuerst zur Schmiede. Wenn sie noch nicht eingestürzt ist, dann ist das der schnellste Weg. Doch so schnell öffnet die Arche keinen Weg. Wir werden dir auch nach Kräften helfen. Fremde und Nachfolger Galaturs, seid ihr bereit? Jo, ich bin bereit. Ach, nur für den Fall. Im Falle eines Falles ist richtig fallen alles. Sollte es Velgruß gelingen, sich erfolgreich weiterzuentwickeln, weiß ich nicht, ob selbst Fjorgen es noch zerstören könnte. Wenn wir versagen, bin ich wieder ein gescheiterter Schüler. Gariane, wenn du mich bei dieser Mission begleitest, dann können wir es schaffen. Ja, ich werde helfen. Verfluchte Oma, ich habe wirklich einen großartigen Freund. Ach, gehen wir. Vernichtet diese Feinde und haltet die Evolution von Velgruß auf. Wir bringen das hier zu Ende und gehen dann in Nerias Taverne einen heben. Jo, gute Idee. Auf geht's. Im Normalmodus. Ihr seht, mindestens Gegenstandsstufe 600. Das haben wir. Wir sind genau passend dafür. Und können hinein beitreten. Ob das klappt? Eine uralte Schmiede, in der die Oma ihre Arroganz gebannt haben. Du musst verhindern, dass das dämonische Schwert Velgruß sich mittels uralter Kräfte weiterentwickelt. Beeilung. So. In der Arche der Arroganz gibt es ein paar Mokoko-Samen. Sieht aber alles relativ übersichtlich aus. Ich glaube, da kommen wir gut durch. Mal gucken, wie schwer es sein wird. Das ist natürlich die andere Frage. 7 Stück. Ja, dann mal los, oder? Dann halten wir mal hier die Dämonen auf. Na, dann mal los. Ja, da sind wir uns einig. Velgruß, eine verfluchte Legende. Nein, ich glaube nicht an Legenden. In meinem umarianischen Bart. Dieses Ungetüm. Hey, Dummkopf! Weißt du überhaupt, was diese Brücke wert ist? Ja! Weißt du, was diese Brücke wert ist? So voll eine Rechnung am Schreiben für den Dämon, auch nicht schlecht. So, mal eine Idee, oder nicht? Na gut, ich bin jetzt was ruhiger. Wir kämpfen uns einfach mal ganz in Ruhe hier durch.
Ich wollte ja nicht darauf zurückgreifen. Bleib innerhalb der Barriere, egal wie. Ich werde mich darum kümmern. Mein Hammer Fjörgin ist weltweit unerreicht. Umars Geist! Zeig es mir ungetüm! Ja. Lass mich los! Lass mich los! Ich habe Höhenangst! Oh mein Gott! Es läuft immer irgendwas schief, das ist nicht zu glauben. Unfassbar, dass die dummen Uma von Galatur abstammen. Wir führen dich von hier an. Genau, das war jetzt mal wieder typisch crazy. Und der erste Mokoko-Samen. Wir kriegen alles irgendwie immer mehr erledigt. Das freut mich immer. So, das heißt, hier sind wir schon durch. Und jetzt brauchen wir wieder nur noch zurück und dann kommt schon der zweite hier am Ende vom Gang. Aber wie der gerade da mit dem Hammer weggeflogen ist. Also fliegende Zwerge sieht man auch selten, ehrlich gesagt. Aber nicht übel. Hat mir gefallen. So, dann werden wir hier jetzt mal aufräumen. Wo sind wir jetzt? Achso. Ja, mal gucken, was passiert. Wir dürfen dieselben Fehler nicht wiederholen. Los, rein da! In dieser Schmiede arbeiteten wir früher. Nicht zu glauben, was daraus geworden ist. Ich weiß nichts über ein Dämonenauge. Tja, das ist gewiss eine Premiere. Zeigen wir ihnen, was wir können. Für Uma!
Was ist los, Naba? Wir sind verdammt. Wir werden eine Todsünde begehen. Das eine Verbrechen, das auch durch tausend ehrenvolle Taten nicht gesühnt werden kann. Die Zeit der Sühne ist da. Kämpft mit mir! Mit dem Öffnen der Tür ist unsere Aufgabe erfüllt. Ich zähle auf dich. Unsere Arroganz hat das magische Schwert geschaffen. Vel'Koz muss aufgehalten werden. Und guten Abend, Silberkind. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen hier zum Stream zu Lost Ark am Samstagabend. Und wir sind gerade hier im letzten Gebiet von Yorn, vom Kontinent Yorn. Und ja, ihr seht es selbst, 42% schon im Abenteuerfoliant. Bei 50 bin ich zufrieden, dann habe ich die romantische Waffe, ein Lied, das romantische Waffe heißt. Und dann können wir an ganz viele Mokoko-Samen kommen. Und jetzt sind wir gerade hier auf dem Weg, das letzte Dungeon in dem Kontinent zu machen, damit wir dieses Schwert, dieses Vel'Koz-Schwert, was schon so viele ermordet hat, zerstören können, das schon so viele Seelen gefressen In hat. In unserem Übermut erschaffen wir Dinge, die uns unsere Seele und unseren Stolz kosten. Ich hoffe, du hattest schon ein schönes Wochenende bis jetzt. Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Was gab es denn heute bei dir zu essen? Wir hatten heute Lasagne. Was ganz Einfaches. Mal gucken, morgen wird irgendwas bestellt oder so. Ganz gechillt dieses Wochenende. Nur kein Stress. Habt ihr am Vatertag irgendwas Besonderes gemacht? Kann ja auch sein. So, hier haben wir nochmal zwei Mokoko-Samen. Ah, die Dinger, die werden uns noch im Albtraum verfolgen. Und damit haben wir... Haben wir sie alle fertig? Nein, uns fehlen noch zwei Stück hier im Dungeon. Ja, dürfte aber nicht mehr so lange dauern. Finde eine Methode, dich den uralten Schmiedefeuer zu nähern. So. Wir sind also auch schon zur Hälfte hier durchs Dungeon durch. Im Normalmodus. Danach machen wir vielleicht nochmal den schweren. Aber erstmal einmal die Story rein. Fertig machen. Ja! In Deckung! Lande endlich!
Dieser Ort, versiegelt von den törichten Uma, die Quelle ihrer Hybris. Okay, sieht so aus, als hätten sie das Schwert jetzt schon verstärkt. Das wäre nicht gut. Wir wollten das eigentlich verhindern. Dass es noch stärker wird, das Ding. Aber, ja, gut. Aber mal schauen, dass wir da noch irgendwie hinkommen. Das Blöde ist, hier ist oben. Hier oben ist auch noch irgendwo dieser Aussichtspunkt. Ich komme gerade nicht auf diese ganzen blauen Pfeile und Bewegungsdinger hin. Klar, ich weiß nämlich nicht genau, wo ich jetzt lang muss. Doch, ich muss hier einfach wirklich lang. Keine Ahnung. Vielleicht verpassen wir es, dann machen wir es nochmal im schweren Modus. Erstmal jetzt mal einmal durch. Zack. Ui. Jetzt kommt ganz dicker. Viel Movement hier, viel Feuer. Da muss man noch Garion, ne? Das sind eigentlich zwei Worte, die kann man nicht im gleichen Satz benutzen. Oh mein Gott. Leute, ich will mich hier auf den Kampf konzentrieren. Ich bin hier am Aufpassen, dass mich diese Flamme nicht erwischen. Und ihr haut wieder das Airhorn hier raus. Oh mein Gott. Gott, was habe ich mich jetzt wieder erschrocken hier mitten im Kampf. Ihr nutzt aber auch immer die gemeinsten Möglichkeiten, mich zu schocken. Ist nicht zu glauben. So, jetzt haben wir ihn gleich tot. Komm, los. Wenigstens der erste. Ja. Boah. Trotz Schock irgendwie geschafft. Ach, wie schön hat er hier eine Säule hingestellt. Netter Kerl, oder? Kann man da raufklettern? Das ist ja mal lustig gemacht. Okay, ja, danke für diese 100 Bits an Opa Rainer. Opa Rainer hat hier gerade eine Spende losgelassen. Das hat mich wieder geschockt ohne Ende. Und damit 75.490 Punkte von Opa Rainer hier gespendet auf dem Kanal. Vielen lieben Dank. Und ihr könnt das auch mit den Sound Alerts, könnt ihr hier so Geräusche machen. Wenn ihr Bits bei Twitch habt, die kann man hier kaufen. Dann könnt ihr damit euren Lieblingsstreamer unterstützen. Ja, und zum Beispiel auch hier Geräusche machen und mich damit unterstützen. Oder ihr könnt Stickerparty benutzen und sogar Sticker aufs Bild kleben. Vielen Dank nochmal an Opa Rainer für den ersten Platz hier bei den Cheerern, sozusagen. So, ihr seht, da war jetzt gerade was, aber wir sind jetzt am Ende angekommen. Genau, wenn wir jetzt hier runtergehen, dann sind wir falsch, wir müssten hier lang gehen. Hier ist jetzt irgendwo der Aussichtspunkt in dieser Richtung. Seht ihr? Wenn man jetzt einfach der Quest gefolgt, hätten wir es, glaube ich, verpasst. Ja, jetzt ist offen, jetzt können wir hier hoch. Und zwei Mokoko-Samen, ein Aussichtspunkt. Das sieht gut aus. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den ersten Punkt geschafft. Nämlich alle Mokoko-Samen fertig. Und ein Aussichtspunkt. Yippie. Das Dungeon ist so weit durch. Da brauchen wir also dann nur noch mal bis zum Ende alles zu schaffen. Und dann in schwer. Sonst brauchen wir hier gar nichts. Keine Geschichten, keine Kochzutaten. Ist immer schön, wenn man im Dungeon sonst nichts anderes mehr tun muss, außer durchzurennen. Da gibt es noch Dungeons aus den ersten Kontinenten, da muss ich echt nochmal durch, weil da fehlen mir noch immer irgendwelche Kochzutaten oder Bücher oder
noch Mokoko sammeln, weil die so krass versteckt waren. Ich mag das, wenn ein Dungeon auch mal komplett abgeschlossen ist. So wie jetzt. Okay, jetzt aber. Gehe zu uralten Schmiedefeuer und wir müssen bei Gruß killen. Das Schwert killen. Nee, ist klar. Zerstören. Explodieren lassen. Ob das mal gut geht? Ich bin schwer gespannt. Puh, was ein Stress. Ach, hier ist noch einer. Der Name hängt hier noch irgendwo rum, alle anderen sind tot. Ich habe gar nichts mehr mitgekriegt. Der ist noch da. Der will noch Ärger. Na komm jetzt, lass mich doch mal hier raus. Ja, wunderbar. Okay. Und Mann, Mann, Mann. Was das hier für eine Hüpferei ist doch so am Ende noch, ne? Also glaube ich nicht zu glauben. Aber jetzt sind wir gleich um. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Boah, jetzt bricht hier auch noch die ganze Decke zusammen, ey. Ist ja gut. Jo. Uralte Schmiedefeuer. Es ist erreicht. Wir sind am Ende vom Dungeon angekommen. Nun denn, ist die Ära des Leidens erst zu Ende. Nutze ich das Chaos in Petrania. Gruß verlangt nach dem laut schlagenden Herz in deiner Brust. Mich zu verzehren. Du machst einen Fehler. Du ohne Dämonenblut bist du nur ein Schwert. Yeah.
Jawohl, erledigt den Kerl. Oh ja, dich noch eine Runde. Mich. Akzeptiere mich. Aus dem Weg, Drachenlieferung! Ja! Genau wie geplant. Das sind mal zwei heldenhafte Vorbilder. Der Beginn einer neuen Legende. Kommt, geehrte Brüder, kehren wir zur Burg zurück. Es ist geschafft. Ich hätte es nicht gedacht, aber gerade die Musik und diese Szenen, die sind gerade das, was mich bei Lost Ark so flecht. Immer diese lustigen, coolen Zwischensequenzen mit immer coolen Darstellungen irgendwie, die man nicht immer in jedem MMORPG sieht. Das ist immer mal was Besonderes. Und Eingang der Arche der Arroganz, sprich mit Baltor. Das heißt, wir müssen hier kurz rausflüchten, haben es soweit geschafft. Das Dungeon ist durch, leergeräumt und jetzt brauchen wir uns nur noch anzugucken, wie die Story hier zu Ende geht in Yorn. Vel'Kruz ist erledigt, die Arche an sich haben wir aber noch nicht. Ach, Mann, wo ist die denn bloß schon wieder?